Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Nach 5 Monaten Pause wieder eine Aufnahme von mir. Nicht, dass es irgendjemandem auffallen würde. Musik ein wenig zurück. Und Musik ist gut in dem Spiel, aber ja, zu laut. Gut, meine Lieben, wie ihr seht, wir sind bei Victoria 3. Nachdem ja eins meiner Lieblings-Paradox-Games Victoria 2 ist, bin ich meinen eigenen Grundsätzen nicht treu geblieben und habe mir ein neues Spiel gekauft. Ihr habt das möglicherweise schon woanders gesehen, nachdem ihr es bei mir anschaut. Jo. Starten wir ein neues Spiel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir eines von den Objectives nehmen. Die meisten Leute fangen in der Sandbox an und stecken sich ihre eigenen Objectives, aber ich glaube fast, ich werde euch eines von diesen dreien zeigen. Da kriegen wir Aufträge und müssen die erfüllen. Hat gewisse Erklärungssachen dabei. Ich will eher nicht kriegerisch spielen. Und selbst habe ich bis jetzt immer in diesem, also ich habe bis jetzt immer Sandbox gespielt. Deswegen ist das auch ein wenig neu für mich. Deswegen machen wir Economic Dominance. Weil es geht hier ja hauptsächlich um die, na, wie sagt man, um das Erreichen von wirtschaftlichen Zielen. Immerhin wollen wir unser Land modernisieren. So, es werden hier 4 Länder vorgeschlagen: Brasilien, Osmanen, Großbritannien und United States. Also die zwei fallen auf jeden Fall flach. Die sind einfach zu stark. Bin mir nicht sicher. Wir könnten auch ein Land aussuchen. Suchen wir ein Land aus. Was wirklich einfach ist, hier wahrscheinlich ist Österreich. Ich wollte es nicht unbedingt als Österreich spielen. Österreich ist ziemlich okay in dem Spiel. Ein bisschen problematisch, weil Österreich große, große Landflächen hat und irre viel Bevölkerung und von Beginn an schon relativ starke Wirtschaft hat. Dadurch wird es natürlich einfacher, wenn wir Österreich nehmen. Österreich hat seine eigenen Schwierigkeiten, nämlich vor allem die Schwierigkeit, nicht auseinanderzufallen. Wisst ihr was? Wir spielen Österreich, wie Österreich war, nämlich reaktionär. Versuchen es nicht zu liberalisieren. Also ich habe einmal mit Österreich jetzt schon gespielt, habe liberalisiert und habe die Welt quasi erobert auf diese Art und Weise. Aber wir versuchen einfach nur ein neoliberales wirtschaftliches Powerhouse draus zu machen, dessen Bevölkerung keinerlei Rechte hat oder nur dann Rechte hat, wenn es unbedingt sein muss. So, ich überlege gerade, sollen wir Iron Man enablen? Interessant, wir brauchen ihn gar nicht disablen. Und trotzdem sind Achievements available. Play Singleplayer, you're not playing with any game rules that block achievements. Okay. Machen wir nicht im Iron Man Mode. Könnte sein, dass das problematisch wird sonst. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, wir lassen da alles bei Standard. Aggression und Behavior sollte man auf Standard lassen. Wenn sie zu aggressiv sind, die AI, dann
mischen sie sich einfach überall ein und das ist einfach nur mühsam. Machen wir nur Historical, the plausible formable nations, releasable nations ebenfalls. Ich habe keine Ahnung, was Monuments sind. Ah, stimmt, man kann ein paar Sachen bauen. Big Ben zum Beispiel. Allow Flag Changes. Yep. Ja, das ist einfach nur kosmetisch, das ganze Zeug. Okay. Österreich habe ich schon gespielt. Ich weiß also in etwa, worum es geht. Nachdem ich hier wohne, habe ich ja auch den Geschichtenunterricht genossen. Das heißt, ich weiß auch in etwa, worum es bei uns geht, geschichtlich. Achso. Start müssen wir auch noch drücken. Ganz kurze Zusammenfassung: Österreich im 19. Jahrhundert wurde auch als der Völkerkerker benannt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten ist Österreich ein Staat mit extrem vielen Nationalitäten. Das schauen wir uns nachher gleich an. Nachdem wir Economic Dominance genommen haben, gewählt haben, hier gleich, through the course of this objective, you will be given a series of journal entries. Naja, journal entries sind sowas wie Aufgaben, die man halt kriegt. Note, you will need to have an iron or coal mine in your country before getting your first journal entry. Gut, das haben wir ja schon. Onwards. Na gut, wir werden nachher auf Geschwindigkeit. Ich das vergesse. Gut, ganz kurz zur Situation von Österreich. Gehen wir mal zur politischen Situation von Österreich. Wir sind ein Kaiserreich, wie ihr sehen könnt. Ihr seht auch, ich habe das auf Englisch eingestellt. Meiner Erfahrung nach sind bei solcher Art Spiele die meisten Übersetzungen so, meh. Ich meine, Paradox gibt sich sehr viel Mühe, aber ich finde es einfach besser auf Englisch das Ganze zu spielen. Weil es einfach viel zu viel Text gibt, der übersetzt werden muss und deswegen ist das manchmal ein bisschen. Ja, der Kaiser ist Kaiser Ferdinand von Österreich. Wie hat er geheißen? Der hatte einen Beinamen. Der Sanfte, nein, der Milde, irgendwie so, der Fromme. Ferdinand, freundliche, irgendwie so. Der hatte ein bisschen ein Problem. Das wird hier auch dargestellt. Er hatte eine psychological affliction. Er war Gaga, könnte man sagen. Ich glaube nicht, dass er bösartig war. Ich finde, das Arrogant ist ein bisschen fehl am Platze. Der war sicher nicht arrogant. Er war halt einfach ein großes Kind und hat auch keinerlei, sagt man, hatte auch keinen Einfluss auf die österreichische Politik im Großen und Ganzen. Die österreichische Politik wurde in Wirklichkeit von der Aristokratie geführt und da wiederum die Aristokratie wurde wiederum von Clemens Metternich oder Clemens von Metternich, damals gab es noch die Adeligen. Also Metternich war quasi der Anführer, der geheime Chef. Metternich hat Österreich quasi geformt nach dem Wiener Kongress, der ein paar Jahre davor war, wo Europa neu geformt oder neu aufgeteilt wurde. Dabei hat Preußen relativ stark an Land gewonnen.
Österreich ist aber eigentlich auch nicht so schlecht ausgestiegen aus dem Wiener Kongress insgesamt. Das Gebiet ist zwar nicht größer geworden, soweit ich mich entsinnen kann, aber diese italienischen Staaten waren im Einfluss von Österreich. Süddeutschland war stark beeinflusst von Österreich. Und es gab eine Allianz zwischen Österreich, Russland und Preußen, die Heilige Allianz, die sich darum kümmern sollte, dass nie wieder so eine elende Revolution wie die französische daherkommt. Ist ein bisschen problematisch, weil in dem Spiel ist das nicht so. Da gibt es keine Allianz zwischen den dreien. Tatsächlich ist es jedes Mal anders, ob sie sich überhaupt mögen. Wenn mal wer mag uns dann. Preußen mag uns nicht. Aber ich glaube, Preußen startet immer als nicht mögend ins Spiel. Aber Russland mag uns, das finde ich gut. Das finde ich sogar ausgezeichnet. Frankreich mag uns nicht, das finde ich nicht so gut. Der Papst auch nicht, das finde ich noch weniger gut. Ich meine, bei das Sardinien-Piemont passt, dass uns die nicht mögen, und Spanien passt, dass uns die mögen. Bei der Sizilien passt auch, dass uns die mögen. Naja, egal. Auf jeden Fall, innenpolitisch geben die Aristokraten den Ton an. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, die Republik wird derzeit geführt von, also es gibt immer Gruppen, die die Regierung bilden, und Gruppen, die in der Opposition sind. Zusammen ergeben sie die Legitimität. Je höher die Legitimität ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Gesetze durchgehen, beziehungsweise desto schneller gehen Gesetze auch durch. Nachdem wir sehr konservativ spielen wollen, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Intelligenz hier, also die Intellektuellen in der Regierung behalten möchte. Die sind ein bisschen anders als die anderen hier. Also die Intellektuellen, die Gewerkschaften und die Industriellen sind im Normalfall die Modernen unter den Gruppen, während vor allem die Aristokraten, die Kirche und die Landbevölkerung die Ultrakonservativen sind. In Österreich sind das auch die Armed Forces, also das Heer. Die Kleinbürger sind einfach sowieso noch unzureichend wichtig für uns. Jede dieser Gruppen hat gewisse Eigenschaften, die dann auch beeinflusst, was sie wollen und was sie nicht wollen. Also sind die Sklaverei, sind Republikaner, das heißt, sie mögen keine Monarchie. Antiklerikal, das heißt, sie hätten gerne Gesetze, die die Staatsreligion freigeben, oder keine Ahnung, Blödsinn, die keine Staatsreligion gibt. Und sie sind liberal, das heißt, sie wollen Gesetze, die die Bevölkerung stärken und die Reichen schwächen im Großen und Ganzen. Also Bevölkerung stärken ist vielleicht das falsche Wort. Mehr Mitbestimmungsrecht für die Bevölkerung geben so. Armed Forces sind Jingoist, also heißt auf Deutsch so viel wie chauvinistisch. Das heißt, sie wollen, dass wir Stärke zeigen gegenüber anderen Ländern. Loyalisten, das heißt, sie sind interessant, das beeinflusst unsere ihre Einstellung zur Taxation, und patriotisch, also vaterlandliebend. Und der Anführer von den Armed Forces ist noch zu Royalist, heißt das? Ludwig von Habsburg, naja, der wird kein, natürlich wird der Royalist sein. So, die Aristokraten sind paternalistisch, Paternalistik heißt auf Deutsch so viel wie männlich dominierend. Da gibt es auch ein schönes Wort auf Deutsch. Wurscht. Was können wir noch? Stratograt.
Stratocratic, was auch immer Stratocratic ist. Dem Bild nach würde ich mal sagen, sie sind hierarchisch. Ah, hierarchisch wahrscheinlich. Dann patriarchal. Ah, ich dachte, paternalistisch ist patriarchal. Denkste. Und Austrian Hegemonists. Okay, sie mögen nur die Süddeutschen und die anderen Nationalitäten in Österreich, was problematisch ist, weil sie die absolut stärkste Gruppe bei uns sind. Wir haben dann noch die Industrialisten, die sind natürlich für, also die sind auch teilweise für Freiheitsrechte wie die Intellektuellen. Sie sind für möglichst wirtschaftsoffen, das heißt, wir werden versuchen, die Industrialisten relativ bald in die Regierung zu bekommen und individualistisch, das heißt, sie wollen keine öffentlichen Dinge. Und die katholische Kirche, was kann die? Sie ist pious, pious ist gläubig, glaube ich. Sie wollen tatsächlich ein Health und Education System, was gut ist, und zwar welche, die von der Kirche geleitet werden. Dann, sie sind Moralisten und sie sind natürlich auch patriarchal, also nichts mit Frauenrechten. Ja, und die Landbevölkerung, was wollen die? Agrarian, das bezieht sich hauptsächlich aufs Handelssystem, das ist uns aber wurscht, das ignorieren wir die einfach, dazu sind sie eh nicht mächtig genug, Partikularisten. Das heißt, sie wollen keinen Zentralstaat und, also quasi das Gegenteil von dem hierarchischen Stratocratic. Und Isolationisten, das heißt, sie hassen andere Leute. Sie wollen auch keine Kolonisation. Okay, mit denen werden wir nicht wirklich viel anfangen. Die wollen wir, wenn möglich, nicht in irgendeiner Machtposition haben. Wenn diese Gruppen glücklich sind, dann helfen sie uns. Wenn sie unglücklich sind, dann nicht. Also zum Beispiel die... Interessant, die sind glücklich. Wieso habe ich da keinen grünen Dings dafür? Das bringt uns einen Bonus bei Militärtechnologie. Also es gibt zwei positive... Also interessanterweise, es gibt bei jeder Gruppierung zwei positive und ein negatives, wenn sie sehr schlecht auf uns zu sprechen sind. Das heißt, wenn sie eine Einstellung von -5 haben, dann geben sie einen Malus. Das ist allerdings nur dann relevant, solange sie über 5% haben. Danach sind sie nämlich marginalisiert und sind uns cool. Ja. Wir wollen möglichst alle glücklich haben, weil natürlich alle Boni vorteilhaft sind. Es gibt einige, die sind wichtiger als andere. Zum Beispiel das +5 bei den Intellektuellen ist uns eigentlich... Achso, nein, doch nicht. Das ist uns nicht. Es gibt einen Bonus bei Sozialtechnologien. Das ist sogar ziemlich gut. Armed Forces bringen uns einen Bonus auf Militärtechnologie. Und die Industrialisten auf Produktionstechnologie. Das heißt, die drei wollen wir auf jeden Fall auf +5 haben, wenn geht. Weiß nicht, ob wir das bei den Intellektuellen schaffen werden, aber na gut, soll sein. Schauen wir mal. Ich überlege gerade, wahrscheinlich werde ich das aber noch ändern. Ich glaube, ich werde die da rausgeben und entweder die Kirche oder die Industriellen rein. Ich will die Industriellen drinnen haben, weil ich Wirtschaftsgesetze ändern möchte. Und ich kann die, also Wirtschaftsgesetze, also man kann Gesetze nur dann ändern, wenn die Partei, also wenn die Gruppe auch in der Regierung ist, die das will. Ja, machen wir.
So, schauen wir uns gleich unsere Gesetze an. Das sind die Gesetze, die wir derzeit erfasst haben. Wenn ihr da hinten eine Zahl seht, dann heißt das, in dem Bereich gibt es Vorschläge, das Gesetz zu ändern. Schauen wir mal an, Interventionism. Wir könnten auch Agrarianism und Laissez-faire einführen. Versuchen zumindest, das heißt nicht, dass es wirklich passiert. Für Agrarianism hätten wir, wären die Aristokraten und die Rural Folk und dagegen wären die Industrialisten. Das werden wir nicht machen, weil Agrarianism ist fürchterlich. Interventionism ist ganz okay. Laissez-faire ist meiner Meinung nach besser, weil die Kapitalisten mehr Geld zuschießen zum Bau von Fabriken. Kommt dann billiger. Das heißt, das will ich irgendwann mal durchsetzen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Derzeit ist es absolut unmöglich, weil die Aristokraten sind dagegen. Also ihr seht, die Industrialists, also die Kapitalisten sind dafür. Die Aristokraten sind voll dagegen. Also das wird es nicht spielen, solange die Aristokraten dagegen sind. Handelspolitik, Free Trade, wollen natürlich auch nur die Kapitalisten und die Aristokraten hassen es. Meiner Meinung nach hier am besten ist tatsächlich der Protektionismus. Free Trade ist zu frei, könnte man beinahe sagen. Da macht man keine Gewinne mehr durch Zölle. Und manchmal sind Zölle ganz praktisch, um zu verhindern, dass Leute einem das. Also Protektionismus wäre super, wenn wir durchsetzen könnten irgendwann einmal. Aber das wollen nur die Gewerkschaften und die Agrarier. Na super. Naja, schauen wir mal. Vielleicht geht es ja doch irgendwann einmal. So, und dann die Taxation. Meiner Meinung nach das Beste von den Taxation Laws wäre Proportional Taxation per Capita ist auch nicht schlecht. Im Endeffekt wollen wir hierher kommen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Also das sind unsere drei Wirtschaftsgesetze, die wir ändern können. Was auch wichtig ist für uns und für die Wirtschaft sind Schulen. Da haben wir meiner Meinung nach sowieso schon das Beste, nämlich die öffentlichen Schulen. Die Kapitalisten wollen zwar private Schulen und die Kirche will gerne religiöse Schulen, aber wir werden das einfach so belassen, wie es ist. Das ist ganz gut. Das hilft bei der Assimilation und bei der Erziehung. Und das Health-System wäre auch gut, wenn wir aufsetzen könnten. Warum können wir das nicht machen? Weil wir noch nicht Pharmaceuticals entwickelt haben. Schau dir was an. Da wäre natürlich auch Public Health Insurance gut, aber Charity Hospitals sind eigentlich auch okay. Private Health Insurance ist tatsächlich, aber es verbessert immerhin die Stärke unserer Kapitalisten. Also so gesehen, es hat schon seine Vorteile, aber besser ist eins von den beiden. Schauen wir mal, was können wir zurzeit noch nicht machen. Das ist ganz gut fürs Bevölkerungswachstum. So, wir haben derzeit lokale Polizei. Ich bin ein großer Fan von Dedicated Police. Erstens einmal schwächt es die Aristokraten. Und zweitens ist es eine stärkere Polizeikraft, die uns hilft, Radikale zu unterdrücken. Und Radikale unterdrücken werden wir viel machen müssen. Wer ist da dafür? Die Armed Forces, interessant. Lauter Leute, die nicht in der Regierung sind, das heißt, das werden wir nicht machen. Wer ist dagegen? Natürlich die Aristokraten. Die sind super, die sind gegen alles. Colonial Affairs, wir werden nicht kolonialisieren, zumindest nicht am Anfang. Schauen wir mal, wie gut es uns geht, dann könnten wir das vielleicht später machen. So, die Human Rights werden wir wahrscheinlich gar nichts ändern jetzt am Anfang.
Und bei den Power Structures, es gibt ein paar Dinge, die ich ganz gerne machen möchte. Hier würde ich ganz gerne die Secret Police einführen. National Guard könnte auch schon helfen. Das hilft einfach, um unsere Radikalen zu verkleinern. So, was ist das? -5% Suppression, Impact und Interest Group. Whatever. +2 Maximum Home Affairs. Ja. Vielleicht fangen wir damit sogar an. Mit der Nationalgarde. -10% Revolution Secession Progression Speed. -5% Political Movement Radicalism. Schauen wir mal. Es könnte tatsächlich ein Gesetz sein, was wir vielleicht versuchen werden. Gut, das will ich auch ganz gern aussetzen. Ich hätte ganz gern Appointed oder Elected Bureaucrats. Derzeit sind die Aristokraten von uns die Bürokraten. Das da wäre, würden die Intellektuellen mögen. Und das Kleinbürgertum auch schon was an. Und das da, das Kleinbürgertum und auch die Intellektuellen. Okay, gut. Vielleicht hätten wir die Intellektuellen doch nicht weggeben sollen. Aber das hätten wir sowieso nie durchsetzen können. Das sind nämlich auch die Adeligen dagegen. Und solange die Adeligen so stark sind, kann man nichts gegen sie beschließen. Es führt nur zur Revolution und sonst was. So, dann die beiden sind Religion und Kultur. Religion haben wir Freedom of Conscience, das heißt, jeder darf sich seinen Glauben wählen, aber wir haben eine Staatsreligion. Das heißt, die katholische Kirche ist Chef und alle, die ähnlich sind wie die katholische Kirche, dürfen auch existieren. Also der orthodoxe Glauben zum Beispiel und. Ich bin mir nicht sicher, ob der Islam. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder. Tja, schaut aber gut aus. Ja, es kommt davon, wenn man den Körper nicht gescheit einsteckt. Okay, das war die Innenpolitik. Ah ja, und dann haben wir das natürlich auch noch bei Kulturen. Wir haben National Supremacy, das heißt, Süddeutsch, also Österreichisch, ist quasi das einzige Zulässige. Alle anderen Nationalitäten werden unterdrückt. Was wir bräuchten, rein theoretisch, es gibt hier Map of Hungary, das ist ein Spezialjournalauftrag für uns, Österreich. Hungarian is not discriminated against. Ja, Hungarian nationalism is on the rise. The Hungarian elites are maneuvering for greater representation in government. If we allow these movements to become too powerful, we may have to make an uncomfortable compromise. Wenn wir das schaffen, kriegen wir die Doppelmonarchie, also die K&K-Monarchie. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Grundsätzlich werden wir es jetzt so machen, wie Österreich historisch gearbeitet hat, nämlich unterdrücken. Und so tun, als würde das Problem nicht existieren. Wie schon gesagt, das erste Mal, wie ich gespielt habe, habe ich das Ganze absolut nicht so gemacht. Da habe ich versucht, die Rechte gleich zu und bin sagenhaft gescheitert. Es hat eine Revolution gegeben, die ich zwar niederschlagen konnte, aber dadurch ist nicht dieses Event gefeuert. Es gab keine Doppelmonarchie. Das ist Innenpolitik. So.
Jetzt ganz kurz zur Außenpolitik. Ja, wie schon gesagt, nachdem wir ja gesehen haben, Preußen mag uns nicht, Russland aber schon, werden wir als erstes... Ah ja, Interests. Die Blonde haben wir Interesse. Das werden wir wegholen, weil ich habe keine Ahnung, warum ich dort Interesse haben sollte. Wir werden entweder in Frankreich oder Schweden. Ich glaube, da in Skandinavien ist am besten. So. In diesen Gebieten haben wir sowieso, also, man sieht diese Italien, Süddeutschland, Polen, der Donauraum und der Balkan, an dem haben wir sowieso Interesse, weil Österreich in diese Gebiete hineinragt. So, die müssen wir also nicht anklicken dafür. Warum sind die Interessen wichtig? Weil wir können uns tatsächlich nur an internationalen Konflikten beteiligen, wenn sie in diesen Bereichen sind, wo wir Interesse haben oder wo wir selbst drinnen sind. Also in diesem Bereich und in den hellblauen können wir mitmachen. Alles, was außerhalb ist, schert uns nicht. Je stärker wir werden, desto mehr Interessen können wir haben. Kann auch sein, dass wir dann später noch Gebiete erobern, also wenn wir zum Beispiel einen Teil von Spanien erobern würden oder Spanien als Puppet einsetzen würden, dann hätten wir automatisch Spanien und alle Gebiete, wo Spanien auch ist, ebenfalls in unserem Interesse. Das heißt, das würde unser Gebiet enorm erweitern. Nicht das Gebiet erweitern, sondern da, wo wir diplomatisch aktiv sind. So, dann... Wir werden hauptsächlich am Anfang unsere Relations verbessern. Hauptsächlich mal mit Russland. Einfach deshalb, weil ich brauche Russland als Freund. Wir brauchen irgendjemanden, der uns gegen Preußen hilft. Meiner Meinung nach auch wichtig wäre Frankreich. Die sind Antagonistik eingestellt uns gegenüber. Aber wir machen es trotzdem. Einfach weil ich denke, dass es wichtig ist. Dann machen wir natürlich Bayern. Einfach weil sie unsere Nachbarn sind und die größte deutsche Gruppe. Bei der Sizilien wollen wir als Freund haben. Die mögen uns nämlich auch schon. So, dann die Toskana. Weil die hätte ich ganz gerne. Dings und wir werden vielleicht noch Sachsen nehmen. So, jetzt haben wir noch 570 Punkte. Und was ich jetzt machen will, ist, könnten schon mal fragen, ob jemand Lust hat. Also, diese drei hier sind schon bei uns in der Customs Union, die drei. Interessanterweise nicht Krakau. Wieso nicht? Krakau ist doch ein Protektorat von uns. Ah, vielleicht. Ah, die sind schon in der Dings. Gibt's ein Protectorate? Nein. Wie ist das mit Krakau? Wie sind die zu uns? Wie stehen die zu uns? Ah, es ist ein Puppet sogar. Also eine wie heißt das? Vasallenstaat. Die können gar nichts ohne uns machen. Na gut. Customs Union. Wäre schön, wenn irgendjemand von denen zu uns kommen würde. Bei der Sizilien schaut gut aus. Könnten wir schaffen. Allianzen. Bei der Sizilien eine Allianz. Nö. Luca, Modena,
und Parma würden Allianzen eingehen. Man kann aber nur eine Allianz eingehen. Tatsächlich würde ich das ganz gerne aufheben für Staaten wie Russland. Wir haben hier 57, 67 plus und 100 im Minus. Ich weiß nicht, ob sich das verbessert mit der Zeit. Defensive Pacts vielleicht, ja. 67 im Plus und 100 im Minus. Bayern? Nicht wirklich. Bayern Sizilien? 80, 87 und 6 sind 93. Na, das könnte sich ausgehen. Defensive Pact mit euch. Frankreich wird natürlich auch nicht wollen. Nein, natürlich. Ist es mit Baden oder Württemberg? Oh, sieht schon auch gut aus eigentlich an und für sich. Baden hat 70, 80, 87 im Plus und 105 im Minus. Schauen wir mal, machen wir vielleicht zuerst ein Trade Agreement. Oder auch nicht, weil keiner will. Okay, dann machen wir Defensive Pacts mit den kleinen italienischen. Mit denen hier. 150 Influence kostet das. Nur vielleicht doch nicht. Nur mit Modena. Und machen wir vielleicht auch mit Parma. Nee, Bündnis brauchen wir noch nicht. Wie schon gesagt, es gibt nur ein Bündnis. Wollen wir noch nicht machen. Gut, das war die Außenpolitik einstweilen. Das wird noch weniger werden, weil sobald die annehmen, unsere Pakte, sind 300 weniger, sind nur noch 275 übrig. Das heißt, wir könnten dann noch Könnten dann noch Improved Relations machen. Württemberg vielleicht. Das war's dann. Mögen uns die? Ja, Cooperative Cordial. So, schauen wir mal. Das sind die Relations, das sind die Attitudes. Okay. Attitudes sind nur irgendwie, ob sie uns eher zum Freund erklären oder nicht. Und Relations ist tatsächlich der Wert. Da haben wir plus 20, plus 30, plus 30. Mit Improve Relations kann man bis auf plus 50 kommen. Schau mal, wir haben da jetzt einen Haufen. Gut, Herrschaften, wir machen jetzt schon 40 Minuten und wir haben noch nichts gestartet. Wir haben noch nicht einmal die Research gemacht. Das machen wir als erstes in der nächsten Folge. Bis dann, meine Lieben. Tschüss euch.